Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 mit mir, dem Shardox. Dann machen wir mal weiter. Sora, Donald, Goofy! Entspann dich. Die drei lassen sich nicht so schnell unterkriegen. Der Auserkorene des Schlüsselschwerts. Er ist echt zu beneiden. Bis bald. Hilfe kommt oft von völlig unerwarteter Seite. Du schaffst das! Vielleicht war ja alles, all unsere Bemühungen umsonst. Was soll ich denn tun, wenn ich das Schlüsselschwert nicht einsetzen kann? Unfähige Bande! Euch kann man mit keiner Aufgabe betrauen! Hä? Wo sind wir hier? Das muss das Reich der Dunkelheit sein. Kairi! Riku! Was ist das? Willst du das denn wirklich? Öffnen? Donnerwetter, das ist die Bande aus Twilight Town. Heiner, Pence, Olette und, Roxas. Du tanzt sie? Nein, der Name kam mir nur gerade in den Sinn, dass das Roxas ist. Willst du das denn wirklich essen? Scheißes! Dein Süß! Noch nicht. Ich muss erst Kairi suchen. Eis, das aus der Schachtel. Miam, es erfrischt und schmeckt einfach lecker. Das Foto, das in der Schachtel war, es zeigt Heiner und die anderen vor dem verlassenen Herrenhaus in Twilight Town. Ein Foto und ein Eis. Ob das irgendein Hinweis ist? Und wen uns wohl hinterlassen hat? Riku? Meinst du? Ist nur so ein Gefühl. Schick mal, wir sind gleich da! Hey, und was, wenn die Herzlosen wieder da sind? Ich kann das Schlüsselschwert nicht einsetzen. Das würde nur der Organisation helfen. Sora, aber du musst es einsetzen. Wenn wir sie nicht bekämpfen, fügen die Herzlosen allen nur weiteres Leid zu. Tja,
Bitter, bitter. So, wir haben bei Bollo-Bäschchen, alles klar. Bei Hollo-Bäschchen oben noch zwei Schlüssellöcher, die witzigerweise noch offen sind, sehe ich gerade. Also zweimal ausgegraut. So, wenn wir jetzt hier mal weiterfliegen, da gibt es jetzt auch wieder was Neues. Ich glaube, eigentlich gibt es so ziemlich überall jetzt irgendwas Neues. So, wir können Agrabah zum Beispiel gar nicht mehr besuchen. Und ja, jetzt ist natürlich die große Frage, wo gehen wir hin? Tja, schöne Sache, gute Sache, weiß ich nicht. Also, Twilight Time brauchen wir nicht. Hollow Bastion wäre eine Möglichkeit. So, wartet mal, bevor wir jetzt tatsächlich irgendwo hingehen, lass mich mal eben ganz kurz eben speichern. So, und danach würde ich sagen, wir gehen jetzt erst zum Schloss des Biests. Warum auch immer, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das jetzt auswähle, aber ja, habe ich jetzt gerade einfach mal so mit mir ausgemacht. So, schauen wir mal. Irgendwas gibt's hier bestimmt Neues. Ich hoffe, alles verläuft gut. Ich auch. Aber warum ist er so nervös? Der Herr ist manchmal etwas schüchtern, weißt du? Hallo! Keine Herzlosen und keine Niemande! Aber weit können sie nicht sein! Wir müssen auf alles gefasst sein! Das Biest sagt einfach mal gar nichts dazu? Warum bist du so aufgebracht? Warum seid ihr hier? Irgendwo da draußen muss die Welt der Niemande sein. Wir suchen nach einem Weg, sie zu betreten. Der heutige Abend ist sehr wichtig. Unser Besuch kommt wohl ungelegen. Das tue ich ja nur auf eigene Art, Rose. Donald! Monsieur, Mademoiselle, bitte genießt den Abend. Natürlich sind auch unsere ehrenwerten Gäste willkommen. Schließt das auch mich ein? Die Organisation! Ihr wisst nicht, wann Schluss ist. Ja, das sagt der Richtige! Verschwinde! Nicht heute Abend. Ich bin hier, um dir wegzunehmen, was dir so wichtig ist. Gut so, lass dich von deiner Wut leiden. Biest, wir müssen zuerst diese Störenfriede loswerden. Alles klar, so, Gefährten wurden ausgetauscht. So, das Biest hat sich jetzt einfach mal ruckzuck umgezogen, kann das sein? Tatsächlich! Und schon ist das Biest wieder in seinem alten Outfit. Tja, du gehst wohl heute mit niemandem aus.
Schade für dich. Egal, nein. Natürlich werden wir alles daran setzen, sag ich mal, dir den Abend wiederherzustellen. Damit du mit Belle hier schön kuscheln kannst. Ja, ja, diese Tour will ich dir nicht vermiesen. Ah, ah. Doppelte Rage? Scheiße. Das Biest hat solche komischen, ja, Fähigkeiten an. Das ist gar nicht so schön. Aber Donnergrollen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Letzte Rage. Wo ist Belle? Hier! Ein Glück, ihr geht es gut. Dann hat Xaldin also dem Biest doch nicht das Wichtigste weggenommen. Stimmt etwas nicht? Stimmt, diese komische Rose, so, das ist ja irgendwie auch sein Hab und Gut, keine Ahnung. Seine Leib und Seele, Belle? Ich komme nicht ganz mit. Vielleicht ist Belle nicht das einzige Wertvolle auf dieser Welt für das Biest. Lass uns gehen. Schauen wir mal. Was ich jetzt gerade eben spontan gemerkt habe, ist, dass wir verdammt viel XP kriegen von den Gegnern hier. In jeder neuen Welt geht es jetzt hier richtig ab. So, löst einen mächtigen Kombo-Abschlussangriff aus, der die Deckung eines Gegners durchdringt. So, Explosion. So, was ist, wenn ich eigentlich mehrere Abschlussangriffe kippe? Der mehrere Gegner von den Füßen holt, je stärker die Magiekraft, desto höher der Schaden. So, achso, okay, damit hängt das zusammen. So, das war aber noch nicht alles. Schadensbegrenzung. Bei erlittenen Schaden füllt sich die Drive-Leiste. Die Leiste füllt sich proportional zum erlittenen Schaden. So, und das war schon. Irgendwie wäre mir sowas, war da noch irgendwie sowas. Erhöht die Dauer von Limit Moves. So, nee, das ist jetzt aber nichts, was ich jetzt unbedingt brauche. Gut, dann würde ich sagen, ihr kennt das ja, ich knall hier wieder alles rein da an Zora. Gut, nicht alles, aber schon ziemlich viel natürlich. So. Also, Deckungsbrecher ist schön und gut. Und mich interessiert aber hier. Schadensbegrenzung teilweise. Ich will das mal usen. Ich will mal gucken, ob das gleichzeitig geht mit Explosion. Das wäre doch ganz komisch, wenn das gleichzeitig funktionieren sollte, oder? So, dann Magie-Auto im Visier nicht. Dann benutze ich hier lieber im Menü nochmal ein Abilitamin. So, dann kann Zora auch das haben. So, jetzt bin ich irgendwie in Waisenform reingekommen. So, runter, runter, runter. Schadensbegrenzung an. So. Dann, sonst noch irgendwas? Zora. Vielleicht ist es ja ganz gut, irgendwie Magnet oder so zu usen. So, vielleicht kann das ja mal ganz nützlich sein. Ich habe solche Fähigkeiten ja nie wirklich benutzt in Kingdom Hearts 2. Vielleicht wird es irgendwie mal Zeit, solche auch zu nutzen. Okay, da hat es jetzt gerade irgendwie zum Beispiel gar nichts gebracht. Alter, wie viel AP hat das Teil? So, und der Aufwärtsschlitzer bringt hier bei dem Gegner leider gar nichts. So, wir gehen aber mal zum Ostflügel. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt Belle's gemacht war oder das von das Biest. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist hier Belle's gemacht. Bin mir aber nicht sicher. Weil ich heiße auch was ganz anderes. So, ich heile mich einfach mal hoch. Wie unverschämt, wie ich bin. So, bei der Attacke sollte ich am besten weggehen. Das sieht man ja von Weitem. Das ist nicht, schön ist, einfach dran stehen zu bleiben. So, jetzt haben wir es aber auch. Oh, Niemandslanze haben wir erhalten. Das ist interessant. Das ist eine Waffe für den lieben, ja, sagen wir mal, Donald. Aua. Muss man die Gegner hier wieder erstmal studieren. So, was sie können, wie die es tun. So, dann irgendwas wollte ich jetzt nachgucken. Mir fällt es gerade nur nicht ein. Irgendwas wollte ich jetzt nachgucken. Ach ja, genau.
Da Donald jetzt gerade eine neue Waffe bekommen hat, würde ich mal eben ganz kurz gucken. Wo ist sie? Da ist sie. Wow. Angriff auf 5 und Magie auch auf 5. Gute Balance aus unvergleichlicher Angriffskraft und immenser Magiekraft. Erhöht die Abwehr in kritischen Situationen. Ja, ist ja eigentlich schon mal ganz nett. So. Er dürfte jetzt gar nichts mehr equipped haben. Der liebe, tolle, von und zu, Goofy. Weil er ja einmal aus unserer Partie raus war. So, er hat aber immer noch den Cumulus-Kranz und der ist irgendwie, glaube ich, immer noch mit Abstand der Beste. Und es ist Bells gemacht, okay. Aber das ist auch nicht der Ort, wo wir hin mussten. Ja, schade, schade. Ich habe gedacht, hier müsste ich hin, aber vielleicht muss ich auch einfach mal mit dem Schrank hier nochmal reden. Ich fürchte, Bell ist nicht hier. So wie sie angezogen war, bezweifle ich, dass sie nach draußen gegangen ist. Warum versucht ihr es nicht einmal im Gemach des Herrn? Ja. Ich versuch's da gleich. Sekunde. So, gerade eben waren hier noch niemande. Jetzt sind es auf einmal wieder Herzlose. Also, das ist hier ein Ding, ne? Während einer Kombo kann ich das also nicht unterbrechen, okay. Okay, ich habe jetzt gerade gesehen. Es kommt also immer dieser durchdringende Schlag jetzt und nicht mehr den hier mit den, sag mal schnell. Ich komme gerade nicht drauf. Dieser Explosionsangriff, so. Der dringt jetzt gar nicht mehr durch. Jetzt kommt immer dieses andere hier. Dieser durchdringende Schlag, wie auch immer. So, ich will auch nicht sterben jetzt hier. Ist eigentlich überhaupt nicht in meinem Interesse. Na, wunderbar, alles. Hat alles gut funktioniert. So, dann, wenn sich das überhaupt nicht lohnt. Ich weiß jetzt halt nicht, was besser ist. Schadensbegrenzung oder Situation. Hier. Stopp, wo ist es jetzt? Ah! Was ist nur mit meinem Brain? Alles tot. Deckungsbrecher. Ich glaube, wir sind hier mit diesem Magie, also mit dieser Explosion besser aufgehoben. Ist aber nur eine Vermutung, weiß ich jetzt nicht richtig. So, was war das nochmal für, das war ein Herrenzimmer, glaube ich, hier vorne, ne? Kaminzimmer war das, ah ja, okay. Krass. Und, seht ihr, wie die Herzlosen hier aussehen? Schon ein bisschen anders, ne? So, wollte ich nur mal sagen, die Schattenlurche haben hier ein ganz anderes Dings. Alter, kann dieser Typ auch mal aufhören mit dieser Scheißattacke? Das geht mir jetzt gerade hier ein bisschen auf den Keks, du. Muss ich ja schon wirklich sagen. So, diese Dinger, die waren eh nicht zugänglich, die Räume. Die ignorieren wir also einfach mal. Gut, gut, dann gehen wir aber mal hier die Treppen hoch. So, und hier haben wir wieder dieses komische Climatic-Irgendwas-Ding. Was uns viel mehr Schaden macht, als es eigentlich sollte. So, die Explosion ist gar nicht so schlecht. Wirklich. Wenn ich da die ganze Zeit drauf haue, dann kann der Gegner auch nicht so viel machen. Also. Ist durchdringt irgendwie auch schon die Abwehr in gewissermaßen. So, überall tauchen natürlich jetzt diese blöden Gegner auf. Das sind die mit Warten auf Eden, ne? Sind auch nicht schlecht. Mann, unser Drive-Fly ist gleich schon wieder voll hier. Oh ne, jetzt ist schon wieder die hier, ey. Oh, habt ihr gesehen, kurz bevor der irgendeinen Angriff machen konnte? Nein! So, jetzt aber. Kannst du mich mal? Ah, okay. Ich habe schon gecheckt. Man muss also ein bisschen getimed drücken. Also ganz halt eine Taste spammen lohnt sich hier irgendwie absolut nicht. Da kommt nur Käse bei raus. Boah. In diesem Fall ist Warten auf Eden ja richtig krank. Das macht ja richtig kranken Schaden.
Heilige Scheiße. Oh, mehr von den Teilen, ja, klasse. Okay, das hat gerade irgendwie gut funktioniert, weiß auch nicht. Das habe ich gerade irgendwie geschissen gekriegt. Da. Haha, so kann man ihn richtig krass kaputt smashen. Ja, ja, das ist schon mal was Schöneres hier. So, Westflügel. So, wir sind jetzt kurz davor. Wahrscheinlich. Vor seinem Gemach. Freisetzen. So, ich habe gedrückt eigentlich in dem Moment. Hat, glaube ich, nun gar nichts mehr gebracht. Ah, Jesus. Huch, da lebt ja noch einer. Hey. Boah, man kann da echt schöne Kombos hier in der Luft machen. Wirklich, wirklich nice, was wir so mittlerweile alles können. Und wir sind gleich Level up, das ist schön. So, und das wahrscheinlich noch bevor wir da sind, oder? Hm, reichen die? Weiß ich nicht. Könnte reichen, muss aber nicht. Ey. Boah, WTF. Gut, dass sie meine Heilung nicht unterbrechen können, diese blöden... verdammten Viecher. So, 5 XP fehlt mir zum Level Up. Ah, Schande. Ah, doch nicht. Da, hier kommt mein Level Up. Da kommt mein Level Up. So, was sagst du jetzt? Ha, wunderbar. Level Up ist uns gewiss. So, Angriffskraft wurde erhöht. Maximale... Ability Points wurde erhöht. Und ja, bevor wir zum Gemach des Biestes gehen, würde ich sagen, machen wir auf diesem Punkt erstmal ein kleines Preisgehen. Meine lieben Freunde, ich sage daher einfach mal bis zum nächsten Mal. Haut rein. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einfach mal gerne ein Like da lassen, einen Kommentar. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten danke fürs Zuschauen. See you next time.